Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Heute mit raus aus dem Hafen, auf einem vollen Parkplatz wartest du hinter einigen anderen LKW darauf, dass... Shit. Was? Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Heute mit raus aus dem Hafen. Auf einem vollen Parkplatz wartest du hinter einigen anderen LKWs darauf, dass die Zufahrt zufällig geöffnet wird. Jetzt scheint es endlich soweit zu sein, doch die übrigen Fahrer sind essen gegangen und ihre LKW versperren dir den Weg. Zeig ihnen, dass du vor ihnen an Bord kommen kannst, leg den Rückwärtsgang ein und verlass den Parkplatz über die andere Ausfahrt. Okay. Mit dem Auflieger hier rückwärts rum. Da rein, um da zu drehen. Dann hier vorwärts rein. Ja, moin. Okay. Mal schauen. Ich sag mal, das geht zu 90% schief. Und wie gesagt, mir fehlt immer noch, dass man einfach nicht... ...nicht in den Spiegel zoomen kann. Und daher absolut nichts sieht. Und das auf ein Auto. Was es auch nicht einfacher macht. Ja, das ist... ist schon ziemlich falsch angefahren, ehrlich gesagt. Wir sind viel zu weit weg. Aber ich habe gerade gesehen, hinter dem roten Transporter ist noch ein anderes Auto. Von daher dürfen wir da trotzdem nicht zu früh einlenken. Wir müssen unbedingt weiter nach rechts. Und näher nach rechts. Sogar zwei Autos. Aber es sieht eigentlich gut aus, würde ich glaube ich sagen. Gleich sehe ich einfach gar nichts mehr. Hinten ist aber noch ein roter Transporter. Hier einfach voll hart einlenken. Aufpassen auf den Volvo hier. Ich glaube, der rote Transporter ist nämlich an der Wand. Da habe ich natürlich vorhin nicht drauf geachtet, wo das Auto steht. Wir müssen, glaube ich, zwischen dem Transporter durch. Never. So wird das nix. Es hat fies, dass man eigentlich so gesehen nicht wie aussteigen darf, um kurz zu schauen. Weil einmal raus in die Außenansicht sind es gleich 100 Punkte weniger. Geht zwar, aber trotzdem. Okay, das sieht gut aus. Weil wir da nämlich schön am Strich sind. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich das Auto da rammen. Wir haben nicht mehr viel Platz. Nach vorne. Nee.
Jetzt ist es eben schon zu spitz. Ah, könnte ein bisschen dauern, bis wir da durch sind. Okay, das sieht schon viel besser aus. Das Auto sollten wir... Ja. Shit. Jetzt haben wir es gerammt. Ich wollte gerade sagen, das Auto sollten wir eigentlich nicht erwischen. Oder ist da die Wand? Ich sehe es halt nicht. Ne, das hat nur das Auto. Ist halt doof, dass man da nicht... Man hat viel mehr Platz. Wir starten neu. Man hat viel mehr Platz. Langsam einlenken, dass wir da am roten Transporter vorbeikommen. Aber nicht zu früh, das ist schon zu früh. Sehr schlecht diesmal. Das schwarze Auto im Weg. Holy shit. Das ist mir wirklich zu nah dran. Fast das schwarze Auto da abgeräumt. Wir müssen doch ein bisschen weiter rückwärts und dann einlenken. Kurz schauen, wie es hier aussieht. Okay. So, rote Transporter wieder. Sieht halt einfach absolut gar nichts. Sieht eigentlich zwar gut aus, aber doch auch wieder nicht, weil es irgendwie doch wieder zu spitz ist. Und wir da wahrscheinlich das andere Auto wieder rammen würden. Okay. Allerdings müssen wir ja eigentlich zwischen dem Auflieger da drüben und dem Auto rein, rückwärts, damit wir vorwärts weiterfahren können. Weil das Ganze rückwärts zu machen, never gonna happen. Das wird gar nichts. Ein bisschen eine S-Kurve fahren. Das
sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir langsam einlenken, sonst sind wir da mit dem roten Auto im Konflikt. Gefällt mir das gar nicht. Rechts haben wir eigentlich ziemlich viel Platz. Dann müssten wir das Ganze einfach weiter nach rechts rüberbringen eigentlich. Das sieht schon viel besser aus. Weil da einfach eigentlich dem Auflieger wie folgen können. Okay, jetzt sind wir zwar ziemlich spitz in anderen Autos, die da geparkt sind, aber sollten wir eigentlich lösen können, indem wir jetzt einfach hier ein paar Turns machen. Perfekt. Können wir vorwärts weiterfahren hier durch diese Engstelle durch? Jetzt hier will ich alles rückwärts zu fahren. Niemals. Soll ja auch passen eigentlich vom Ganzen. Yes. Okay, das Problem ist, wir haben hinten einen großen Überhang. Und so wird das nicht, sehe ich jetzt schon. Wir müssen den Auflieger weiter nach rechts bekommen. Ungefähr so. Damit wir eben mit diesem Überhang nicht an den Zaun kommen, was trotzdem möglich sein kann. Der Zaun geht jetzt zwar weiter nach hinten. Komm, wir versuchen es einfach mal. Wenn, dann rammen wir halt einmal einfach den Zaun. Und damit könnte ich eigentlich leben. Rechts oben den Spiegel benutzen. Ja, und zumindest hier in diesem Game eigentlich ziemlich oft sehr hilfreich ist. Okay, how? Ich sehe doch schon, dass das nicht klappen kann. What the hell? Never. Passen wir da durch. Ist man doch rückwärts hier lang? Das wird ja irgendwie weird. Ich hätte jetzt gesagt, das wird keine Rolle spielen, wie man hier lang fährt. Vorwärts oder rückwärts. Aber möglicherweise doch.
Oder wir müssen hier irgendwie. Keine Ahnung, was machen. Einfach das Ganze weiter nach rechts bekommen. Okay, so rammen wir da ganz bestimmt. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich glaube eher weniger. Aber werden wir gleich sehen. Vielleicht hat es ja was gebracht, ein bisschen. Oder wir haken hier einfach die Wand. Könnte sein, dass es was gebracht hat. Hinten sind wir jetzt durch. Alter. Hat wirklich was gebracht und geholfen. What? Crazy shit. Okay, warte, da müssen wir nicht lang. Wir müssen da lang. Und dann da lang und da ist die Ziellinie. Okay, das war jetzt echt hart. Aber wir haben es geschafft. Falsch. Egal, weiter geht's zum nächsten. Jungfernfahrt. Ein Freund von dir hat seine gesamte Ersparnisse in seinen Lebenstraum gesteckt. Eine Yacht. Er bat dich darum, sie an den Ort zu bringen, wo er und seine Familie sie zu Wasser lassen wollen. Sieh zu, dass du das kostbare Stück deinem Freund ohne einen Kratzer überbringst. Das sieht jetzt nicht so schwer aus. Allerdings steht die Yacht ein bisschen raus. Das könnte vielleicht ein Problem werden. Oder dass wir hier wieder auf Gravel sind. Und alles ziemlich rutscht. Wenn wir da nicht aufpassen. Erstes Hindernis hätten wir schon mal. Was soll das? Gut sein! Sollte vielleicht nach vorne schauen, wenn man fährt. Und wie gesagt, nicht zu schnell hier langfahren, denn sonst rutschen wir da vielleicht irgendwo wieder in eine Barriere rein. So in die Mauer, in den Rand. Wird das sowas? Vielleicht. Ganz knapp. Hat funktioniert. Einmal hier schön gerade durch. Ohne was zu rammen. Beide Seiten gut, sehr schön. Dann einmal hier rechts. Aufpassen mit dem Überhang hinten. Sollte aber passen. Nicht zu schnell. Okay, jetzt wird es langsam wieder schwieriger. Wir müssen ein bisschen mehr nach rechts. Ja. Shit. Rammen wir das ganz knapp. Jetzt
Jetzt kommt hier noch ein Felsen. Sieht aber gut aus. Perfekt. Ab zur nächsten Aufgabe. Zwangspause. Du sollst einen beladenen Auflieger abholen, bist aber schon lange unterwegs. Es ist vorgeschrieben, dass du eine Pause einlegst, um dich für ein paar Stunden zu erholen. Folge der Serpentinstraße den Berg hinab und suche dir einen Platz zum Parken. Erfreulicherweise gibt es entlang des Weges einige Aussichtsplattformen mit Parkplätzen. Okay, hört sich jetzt erstmal auch nicht so schwierig an, vor allem da wir keinen Auflieger haben. Aber wenn, dann kann es vielleicht wieder sein, dass wir rutschen, wenn wir zu schnell fahren. Und das dann wieder ein Problem darstellen kann. Mal schauen. Werden wir wohl sehen. Einfach nicht übermütig werden und zu schnell hier lang preschen wollen. Schöne Aussicht. Bisher ziemlich gechillt, hier lang zu fahren. Im Auflieger wäre es was anderes. Da kommt jetzt ein Hindernis. Ein Auto im Weg. Sollte aber machbar sein. Yes. Sehr schön. Dann haben wir noch für die nächste Folge 3 Stück zur Auswahl. Und damit würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom Scania Truck Driving Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.